Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist Dienstag, wir haben aktuell 8 Uhr. Ich bin seit circa 2 Stunden wach. Ich bin der meistens zwischen 5 und 7 Uhr aufsteht, also je nachdem. Ich werde mir gerade einen Kaffee machen und dann werde ich ein bisschen arbeiten. Ich habe ein Video zum Schneiden und den Tag werden wir wieder gemeinsam verbringen. So, jetzt muss ich meine Mädels draußen mit Wasser versorgen und gleichzeitig checke ich auch, ob das Wetter draußen gut ist, also optimal ist für die Küken und nicht, dass den Küken da draußen zu kalt wird. Futter haben wir noch genug da? Genug. Hey, wie schaut's mit Eier aus? Hä? Eier gibt's nur im Supermarkt, oder? So, Mäuschen, na, dann bis später. Wünsche ich euch einen schönen Tag noch. So, mein Kaffee ist jetzt fertig, aber bevor ich arbeiten gehe, muss ich meine ganz kleinen Babys füttern. Habt ihr beide Hunger? Seid ihr hungrig? Soll der Papa euch was zum Essen geben? Oh. Machst du Gassi? Ja? Okay. So, wir sind jetzt fertig mit der Gassi-Runde und jetzt werde ich mich hinsetzen, um das Video zu schneiden. Ich habe das Video fertig geschnitten und jetzt werde ich mal die ganze Bande aufwecken. Es ist schon 9 Uhr und alle pennen hier wie im Hotel 5 Sterne. Und damit ich die ganze Familie richtig aufwecke und sicher sein, dass alle munter sind, habe ich mir eine Glocke besorgt. So, und jetzt gehen wir alle aufwecken. Laura, guten Morgen, juhu, Laura Habecken, Michel, bist du schon wach? Es ist schon 14 Uhr. Hallöchen auch von mir, meine Lieben, der Papa hat ja heute schon den Vlog begonnen, hat er das gut gemacht. Hast du das gut gemacht? Dann werden wir dann zum Schlüssel. Clara hat jetzt ein kleines Baby. Ja, Papa da, die Kinder haben schon gegessen und sind jetzt ein bisschen am iPad. Der Papa versucht auch zu essen. Gelingt es dir? Können wir die Himbeere überreichen? Bitteschön. Dankeschön. Ja, ich nehme euch jetzt mit. Ich gehe jetzt Betten machen. Ich bin so müde. Ich bin jetzt aufgewacht. Ich bin einfach so müde. Meine Müdigkeit kickt richtig rein bei mir. Ah, ich sag's euch. Ich finde auch irgendwie, ich habe nichts zum Anziehen. Ich habe jetzt diesen Sweater angezogen, aber wenn ich rausschaue, das ist voll schönes Wetter. Und irgendwie finde ich irgendwie alle T-Shirts, die ich habe, einfach hässlich. Kennt ihr sowas? Ich bin einfach alles hässlich, deswegen habe ich heute sowas richtig komplett hässliches an. Einfach irgendeine Jogginghose und der Leiberl und ein Sweater. Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wahrscheinlich hat es mit den Hormonen zu tun, keine Ahnung. Oder ja, ich habe mir gedacht, dass ich noch mal kurz raus und gehe und zum Friseur. Ich habe mir gedacht, ich gehe zu so einem Friseur, wo man wo man keinen Termin braucht, wo man so reinkommt und wo man einfach zum Beispiel schon Haare schneiden nehmen kann, ohne Haare zu waschen. Kennt ihr bestimmt so Salons, wo man sagt, wo alles irgendwie extra aufgepreist ist.
Haare waschen kostet 15 Euro, Haare schneiden 15 Euro, Haare föhnen 15 Euro. Und dass ich einfach nur Haare schneide ein bisschen, weil die fühlen sich so kaputt an. Und ein bisschen halt zumindest die Spitzen. Weil gewaschen habe ich sie schon, geföhnt habe ich sie schon. Und deswegen brauche ich das nicht. Ja, also da habe ich keinen Bock, urlange beim Friseur mit dieser Maske zu sitzen. Und meinem Papa traue ich das nicht so ganz zu, dass er mir gut die Haare schneidet, weil ich habe einen leichten Stufenschnitt. Und es kann ein bisschen tricky auch sein, dass ich dann einfach so ausschaue. Keine Ahnung. Ja, ich habe euch eigentlich mitgenommen, weil ich jetzt mein Bett oder unser Bett machen wollte. Ich habe ja Klamotten für die Altkleidersammlung schon ausgemistet, ein bisschen aus dem Schrank, aber wir sind noch lange nicht fertig. Deswegen sammle ich schon ein bisschen und mache noch weiter und danach müssen wir gehen. Aber jetzt, wie gesagt, Betten machen und danach müssen wir ins Büro, weil wir haben ein bisschen was zu tun. Also ich muss das Video, was der Papa heute am Morgen geschnitten hat, dann noch fertig machen und dann uploaden. Ja, aber wie gesagt, zuerst let's do the bed. Fertig. Ah, ich sag's euch. So, es ist ein kleiner Kraftakt aktuell. Hängt wahrscheinlich mit der Schwangerschaft zusammen. Weil so schnell aus der Puste kenne ich mich eigentlich gar nicht. Na gut, aber jetzt gehen wir ins Büro. Weil ich irgendwie kann ich nicht arbeiten, weil ich weiß, dass mein Bett ganz kuddelmuddel ist. Also es muss hier schön ausschauen. Ja, deswegen ein bisschen aufgeräumt. Wohnzimmer habe ich vorhin auch aufgeräumt. Und ein bisschen gesaugt. Das habe ich für die Couch verwendet. Das ist der Dyson-Aufsatz. Was ist mit dem Fokus los? Der Fokus, der nervt mich. So, ja, auf jeden Fall ist das so ein Aufsatz, den man für die Couch verwendet. Und ja, ich laber schon wieder voll viel. Papa hat sicher die Freude mit mir beim Schneiden. Er sagt mir immer, du laberst so viel Müll. Sagst du doch, oder? Ah, jetzt weißt du es nicht mehr. Plötzlich, weil die Kamera auf dich gerichtet ist, weißt du es nicht mehr. Wow, super Daddy. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen schminken. Ganz leicht, dezent. Und danach muss ich den Papa überreden, weil dass wir nochmal los müssen. Wir wollten gestern eigentlich den Kindern, den Kleinen, Schuhe kaufen. Weil die haben nämlich gar keine Schuhe mehr. Also nur mehr so Winterschuhe. Und wir wollten eigentlich ohne sie Schuhe kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, na, das ist nicht so eine gute Idee, weil, ja, ich, wenn sie nicht passen, muss man hin und her fahren und herumdiskutieren. So lieber, ja, nehme ich die Kinder mit, können sie die Schuhe probieren, Lara kann sagen, ob sie ihr gefallen oder nicht. Und ja, weil die zwei Kleinen haben ja nur mehr Winterschuhe und keine passenden Frühlingsschuhe mehr. Aber vorher schminke ich mich schnell ein bisschen, mache mich ein bisschen frisch. Keine große Sache, nur ein ganz dezentes Make-up. Nur so ein bisschen von meiner CC-Cream. Kennt ihr bereits schon, habe ich schon öfters gezeigt. Ich verwende, seitdem ich die habe, nur mehr die. Das ist eine CC-Cream, die deckt richtig gut ab und kleistert mein Gesicht, aber nicht voll. Hat keine Mineralöle, das heißt meine Poren werden nicht verstopft und ich liebe sie einfach. Seitdem ich die habe, nur mehr die, nie mehr eine andere. Dann mache ich mir immer ein bisschen Puder drauf, weil sonst, ja, ich bin halt ein Typ, der eher so cakey ausschaut. Also da glänzt die Haut so und ich mag das nicht. Deswegen immer so ein bisschen Puder. So die, gerade die Zone, die, wo man weiß, die fettet. Und das war's. Dann ein bisschen von meinem Bronzing Purse. Auch von Nuske. Ihr könnt übrigens alles über mich bestellen, falls ihr auch das haben möchtet. Unten in der Infobox packe ich euch so ein Set rein. Dann könnt ihr mal gucken, was das kostet, ob es was für euch wäre. Müsst ihr halt nur aufpassen. Deutschland, Österreich ist immer getrennt. Und ja,
Ich liebe das. Diese Bronzing-Börse habe ich mir vor einem Jahr bestellt und das ist einfach immer noch voll. Ich glaube, ich komme damit locker 5 Jahre aus. Also das ist mega. So. Und jetzt Augenbrauen. Bei Augenbrauen verwende ich meinen heißgeliebten Augenbrauenstift von Catrice. Der heißt Brow Stylist. Leider schon ein bisschen weg, man kann es nicht mehr so gut sehen. Aber ist ein echt guter Augenbrauenstift. Kostet nicht wirklich viel. Und ich mag ihn, weil er so cremig, buttrig ist. Und man kann mit ihm gut seine Augenbrauen so ein bisschen nachfahren. Ich mache ein bisschen Lidschatten drauf. Und ein bisschen Wimperndusche. Und dann meine geliebte Wimperndusche, die kann man übrigens auch nutzen, wenn man Lashes drauf hat, weil die hat nämlich kein Mineralöl drinnen und das ist einfach super. Also wenn man zum Beispiel sagt, man hat Lashes und man möchte trotzdem die Wimpern ein bisschen tuschen, kann man die rückverwenden, weil die meisten haben halt so Öle drinnen und das ist ja gerade sehr kontraproduktiv für die eigenen, also für die Lash Extensions, aber die kann man rückverwenden. Deswegen lässt sie sich auch super toll abschminken, ohne Reste zu hinterlassen. Ich mag die wirklich total gerne, diese Wimperntusche. Wobei ich ja kein großer Wimperntuschen-Fan bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich hasse es, meine Wimpern zu tuschen. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so ein nerviges Ding. Deswegen freue ich mich schon sehr. Ich habe nämlich am 21. einen Wimperntermin und ich freue mich so sehr darauf. Ja, ich musste jetzt ein bisschen länger warten, bis ich den bekomme, weil, naja, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt abgeht. Ja? Alle wollen jetzt frische Nägel, frische Wimpern haben und meine Lash-Stylistin macht auch Nägel. Deswegen war die halt, und die ist halt alleine in ihrem Studio. So ein One-Woman-Business. Deswegen muss ich jetzt warten. Aber kein Problem, sie ist dafür sehr gut, deswegen warte ich gerne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt genau zu diesem Augenblick. Jetzt, oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Wir haben die 50.000 Abonnenten geknackt. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Ihr müsst euch vorstellen, fast genauso. Wir haben heute den 12. Mai und vor, ich weiß nicht, ich glaube 24. Mai kam mein allererstes YouTube-Video online. Und das ist 5 Jahre her und heute sind wir 50.000. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Das ist einfach so, ich kann es nicht in Worte fassen, es ist einfach so unbeschreiblich. Das ist so eine Zahl, wenn man beginnt mit YouTube, eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann und von der man eigentlich irgendwie nur träumt. Und dann passiert es und man kann es nicht fassen. Ich danke wirklich jeden einzelnen von euch, der mich abonniert hat, gerne meine Videos schaut, jeden Tag vorbeischaut, jeden Tag Kommentare schreibt, Daumen nach oben da lässt. Ich danke euch wirklich für euren Support. Das ist, viele sind dabei unter euch, die wirklich von Anfang an dabei sind. Das ist, und auch natürlich für alle, die neu dazugekommen sind, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch gerne unsere Videos anschaut und uns supportet. Und natürlich wäre ich nicht die Diana, wenn ich nicht für euch was vorbereitet hätte. Es wird aber natürlich ein bisschen noch dauern. Ich bereite nämlich aktuell im Hintergrund ein Gewinnspiel für euch vor. Und zwar nur für YouTube. Das ist nur für meine YouTuber-Community. Es wird ein paar coole Packages zu gewinnen geben. Lasst euch ein bisschen überraschen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Video dazu geben. Ihr werdet das nicht verpassen können. Und ja, vielen lieben Dank nochmal. 50.000 Abonnenten. Ich drehe euch kurz um. Ich habe es nämlich gerade refreshed hier auf meiner Seite, wo ich gerade das Video abgeloadet habe. Und I can't believe it. Ich drehe euch um. 1, 2, 3. 50.000 Abonnenten. OMG. Ich kann es nicht fassen, so eine schöne Zahl. Das ist so schön. Da seid ihr dabei, bei diesen Leuten. 50.000. Echt lieb euch. Dankeschön. Danke, 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 danke. Wir sind mit den Kindern unterwegs, weil die Schuhe brauchen. Und ich habe natürlich. Und ist euch kalt? Nee, nicht. Aber ja, nicht. Ich habe die Kinder gefragt. Jetzt brauchen wir ja keine. Ja. So, wir gehen zuerst zum H&M, weil wir müssen dieses T-Shirt zurückbringen, was ich gestern gekauft habe. Das mit Mickey Mouse, das schaut eigentlich doch nicht so schön aus, angezogen. Und dann zum Deichmann, okay?
Okay. Für die Kleinen haben wir jetzt Schuhe gefunden. Ich zeige es euch dann später. Jetzt warten wir nur auf die Michelle. Der ist echt nicht schön, Baba. Michelle, du hast alle möglichen Stilarten von Schuhen probiert, wenn du eigentlich... Du hast alles probiert, was es gibt, oder? Michelle, du bist sehr wählerisch, kann das sein? Gar nicht. Das waren sehr viele coole dabei. Michelle, es waren sehr viele coole dabei. Doch, ich fand schon. Ich auch. Aber Prinzessin Michelle. Fertig mit Shoppen, sind sie da im Auto. Ich suche, ich habe jetzt überall eine Schere gesucht zum Haare schneiden. Überall ausverkauft. Ich war jetzt in mehreren Läden. Und also trocken Haare schneiden machen die nicht. Und ich wollte jetzt nicht Haare waschen beim Friseur, weil fand ich jetzt überflüssig. Wenn ich zum Beispiel meine Spitze schneiden will, muss ich auch Haare waschen. Welche Spitzen? Du hast keine Spitzen. Aber eigentlich, Schatzi, du könntest doch mit deiner Schneide drin. Ich kann alles, Schatzi. Dann machen wir das so, weil ich finde keine Schere. Das heißt, wegen Corona-Zeit haben die Leute jetzt gelernt, Haare zu schneiden. Das heißt, die Friseure werden bald stempeln gehen, oder? Hoffentlich nicht. Nee, die schwarze will ich auch haben. Wie viele hast du denn jetzt genommen? Drei habe ich. Skittles. Alle auf einmal. Skittles, Liebe. So, kommen wir heim. Und zu Hause zeige ich euch dann die Schuhe. Die wir gekauft haben. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich zeige euch schon, was wir gekauft haben. Wir haben auch für den Patrick nämlich Masken gefunden. Die gibt es bei Müller bei uns. 3 Stück. 10 Euro, oder? Ja. Voll cool, weil da kann man die auch halt waschen. Hat dann trotzdem eine Maske. So schauen die aus. Blau. Burberry Style, Patrick. Und schwarz. Magst du mal eine aufsetzen? Patrick schält nämlich gerade Kartoffeln. Schaut mal. Sehr brav, Junge. Jetzt sieh mal. Ups. Passt, oder? Aber schau, so schick aus, oder? Bebe. Ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Das ist das ja. Du musst es aufdrehen. Ja, passt. Ein bisschen klein, oder? Nein, wieso? Das ist nicht klein. Das ist für Erwachsene. Okay. Das glaubt der andere, was ich glaube, das ist für Kinder. Voll krass. Wir haben jetzt auch gerade von der Schule die Mail bekommen, wie sich die Kinder zu verhalten haben. Lass mir ein paar Sackerl geben. Ein paar Sackerl? Das reicht gut. Kleine? Ja, ja. Soll ich sie abtrennen? Wenn du richtig brauchst. Wie viele? Nichts kann man hier machen. Drei. Bitte schön. Auf jeden Fall ist es so, dass der Patrick jetzt keine Hausschulpflicht mehr hat. Das heißt, er geht in die Klasse, muss sofort in die Klasse, muss Hände waschen, Hände desinfizieren und dann erst, wenn er auf seinem Platz sitzt, darf er die Maske runternehmen. Es gibt kein Buffet, es gibt keinen Spind und er hat halt immer so 2 Tage Schule, dann wieder Wochenende, dann hat er 3 Tage Schule, dann wieder 5 Tage frei, weil dann ist ja Donnerstag und Freitag. Ich habe zusammengezählt, weil du gehst insgesamt 10-mal in die Schule. Aber sowas wäre cool auch in der Arbeit. Ja. Für volle Gehalt, oder? Ja, genau. Und für die Michelle haben wir auch Masken gekauft. Dann die Kindervariante davon. Haben die auch 10 Euro gekostet? Oder wissen wir nicht? Ja, dann habe ich auch 10 Euro, ne? Mhm. Die schauen dann so aus. Wow. Die sind auch aus China. Wuhan. Aus Wuhan? Nein, oder? Die sind nicht aus Wuhan, aber da ist halt... Haha, das war gut, der Schmäh. Da ist halt ein chinesischer Brief dabei. Fledermaus getestet. Wenn du drauf liest, wenn du das trägst, bekommst du Körner. Ja, genau. Das sind halt für die Kinder, also für die ganz Kleinen. Da könnte die Lara auch eine tragen. Lara, komm mal her. Das ist süß. Komm mal her. Probier mal eine Maske. Nur so probieren. Wenn du mal wieder mit Papa zum Arzt musst. Wow. Sie schon, die passt perfekt. Sie ist sogar Lob drauf. Ja. Wenn du mal wieder mit Papa zum Arzt musst, kannst du dann die tragen, okay? Mhm. Für die Michelle. So, dann haben wir ja Schuhe gekauft. Ich habe einmal für die Luisa diese Crocs-Sandalen gekauft. Die sind
Sisis in Schuhgröße 23. Und für die Lara habe ich die auch gekauft, weil die zwei sind wie Zwillinge. Die wollen immer alle zusammen haben. Deswegen habe ich für die Lara auch gleich solche Crocs in 27 gekauft. Sandalen braucht man ja im Frühling, Sommer. Und dann haben wir ihnen auch solche Sneaker gekauft. Auch wieder im Partnerlook. Hier die Lara, die sind von Nike und die sind Luisa. Und die Michelle hat leider nichts gefunden, die hat so viele Sachen probiert, aber die ist da ein bisschen, wie sagt man, wählerisch. Und der hat nichts gefallen, deswegen mal schauen. Die hat ja eh noch Schuhe. Ja, das war's. Der Papa kocht jetzt Schnitzel mit einem Hühnerbrüstchen drauf. Warte auf eine Lieferung, aber es ist niemand da. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. What are you doing? Today it's cooking day. Cooking day. So, also every day is cooking day. Stimmt. Auf jeden Fall wird hier gerade Schnitzel vorbereitet, aber das wir zeigen euch die Schnitzel danach, oder? Nachdem wir gegessen haben. Genau. Außerdem ganz vergessen zu zeigen, wir haben 50.000 gekauft. Ich habe so ganz große Ballons gekauft vom Teddy. 50.000. Ah, da werde ich jetzt ein Foto machen für Instagram. Ich weiß nicht, ich habe jetzt bis jetzt nur die 50. Also eine 0 und den 5er. Und ich weiß nicht, ob ich noch genug Helium habe. Rita, warum machst du das, Schatzi? Lisa macht die Panade von den Schnitzel runter. Schmeckt? Der Papa traut sich an das vegane, wie heißt das, Met? Met. Rohes verschiertes Fleisch. Oh ja, rohes verschiertes. Und wie schmeckt's? Nicht schlecht. Patrick ist mega begeistert von seiner Butter. Also, ja, weil ohne Butter schmeckt's nicht gut, oder? Und mit den richtigen Gewürzen. Ich habe extra für den Patty dieses Barbecue-Gewürz gekauft oder auch dieses Steak-Gewürz. Weil dann kann man das ein bisschen tricksen. Du magst Schnitzel, die Lara mag eher echtes Fleisch, gell? Du auch noch? Wir haben jetzt das 50.000er Bildfoto draußen gemacht und der Papa hat einen von meinen Nullern kaputt gemacht. Jetzt muss, ja. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich dieses irgendwie zusammenmontiere, das Bild. Aber war jetzt mega lustig, Papa ist ein Kasperl. Ja. Und nachdem ich es gemacht habe, müssen wir dann Wäsche falten. Wir haben extrem viel Wäsche wieder, weil der Papa wieder ganz viel Wäsche gewaschen hat und die wartet darauf, gefalten zu werden. Und die 50er schwebt oben. Cool. Ja, gut. Ich schau mal, wie ich mein Bild bearbeiten kann. Ihr habt es bestimmt schon gesehen auf dem Thumbnail vielleicht. Wir sind ja brav am Wäsche falten, beziehungsweise der Papa und die Kinder. Ich habe jetzt noch das Foto bearbeitet, oder Mama, das ist schön geworden. Ich, die scheiß Klamotten hier. Ja, ich komm schon, aber warum musst du immer 300 Wäschekörbe auf einmal waschen? Wieso tut das auf Klamottenwäsche? Wir werden jetzt hier in Ruhe noch Wäsche falten. Der Patrick ist gerade nämlich unten und holt noch. Wie viel ist noch? Ein Trockner, oder? Ja, wir müssen das machen und ich wollte mich fürs Zuschauen bedanken, meine Lieben. Vielen Dank für die 50.000. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Und ja, bis morgen. Tschüss.